Eine Goldschmiedemeisterin und ein Goldschmiedemeister arbeiten zusammen im Zeichen der Ananas. Das ist die Goldschmiede Aureus in Fulda. Mein Name ist Paul Leibold und zusammen mit meiner Frau Françoise haben wir vor 20 Jahren die Goldschmiede Aureus in Fulda gegründet. Nachdem wir als Goldschmiedemeister in Paris, München und Düsseldorf gearbeitet haben. Die Ananas gehört seit der Barockzeit zu Fulda, seitdem dem ersten Fürstbischof Amand von Busseck die Zucht von Ananas in Fulda geglückt ist. Wir sind die Spezialisten für Anfertigung von Eheringe und Schmuck aus Gold und Platin mit besonderen Edelsteinen. Schmuckstücke, die in unserem Atelier entstehen, werden mit einer Ananas punziert. Und das ist die exotische Note mit der Verbindung nach Fulda. Nachhaltigkeit ist das Einschmelzen von getragenen und schadhaften Schmuckstücken. Das ist unser Ausgangsmaterial zum Schmieden für neue Schmuckstücke und unsere Kreationen. Wir sind mit der Region Fulda besonders verbunden und haben aus diesem Grund eine eigene Schmucklinie mit dem Stadtwappen von Fulda und mit der Lilie aus dem Stadtwappen entworfen und fertigen dieses bei uns im Atelier an. Eine Spezialisierung unter den Goldschmieden ist das Fassen von Edelsteinen. Für diese anspruchsvolle Technik gibt es nur ganz wenige Betriebe in Deutschland. Ich unterrichte die Technik des Edelsteinfassens in der Europäischen Akademie in Aalen. Einige Wochen im Jahr gebe ich Seminare für Goldschmiede, damit diese die Technik des Edelsteinfassens erlernen. Wir sind ein wertvolles Goldschmiedeatelier, da Goldschmiede seit Jahrhunderten nachhaltig arbeiten und wir fertigen wertvolle Schmuckstücke.